Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed. So. Und dann wollen wir jetzt hoffentlich diesmal wirklich unsere letzte Mission antreten, denn wir haben aber beim letzten Mal rausgefunden, bei dieser Beerdigung war Robert de Sable gar nicht anwesend. Nein, der kleine Schuft und Schelm hat sich erstmal woanders verzogen. Die wussten nämlich anscheinend schon, dass wir kommen. Ach, haha. Muss ich mich etwa erst hier. Muss ich euch erst platt machen? Na dann. Na dann mache ich euch eben erst platt, mein Gott. Geht schnell, Leute, geht schnell. Ich hab genug Zeit. Kommt, greift mich an. Nein, so doch nicht. Nein. Anfängerfehler. Zit, zit. Oh, du hast von meinem Pferd einen in der Seite bekommen. Das ist. Da gehört echt viel dazu, sich von meinem Pferd platt machen zu lassen. Herrlich. So und krack. Fertig. So, ich denke, jetzt kann ich aber auf mein Pferd wieder steigen und da wieder lang reiten, oder? Hä? Nach Assur reiten und Attentat auf Robert verüben. Muss ich jetzt absteigen? Muss ich da zu Fuß rein? Nee. Habe ich was verpasst? Moment, das muss ich jetzt eben noch mal kurz realisieren, was hier gerade das Problem ist. So, da bin ich. Ach, ah. Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ich hab's verstanden, ich muss hier runter. Und dann bei der nächsten Ecke wieder rechts abbiegen und dann bin ich da. Ah. Hatte mich auch schon leicht gewundert. So, hier sind noch lauter Soldaten und einmal rein, bumm. Das war diesmal wirklich definitiv Absicht. Bin ich halt falsch abgebogen? Tatsächlich. Sorry Jungs, da muss ich euch mal doch nochmal behelligen. Oh, sie bringen mich wirklich zur Strecke. Das kommt mir jetzt ungelegen, um ehrlich zu sein. Doch ein paar viele. Ach komm schon, ein nach dem anderen, hä? So, schon mal einer weniger. Irgendwann werden die auch anfangen zu fliehen, das weiß ich ja. Zack und na, der hat's versucht immerhin mal anzugreifen. Nicht erfolgreich, aber er hat's versucht. Muss man ja lassen. So, und seht ihr, so lange dauert das gar nicht. Nach und nach, die dezimieren und zack, und der hat's versucht. Zack und zack und. Ah, fliehen sie? Na dann. Hey, Ferdilein, wir müssen weiter. So, zacka. Weiter geht's, da lang. Und jetzt aber nach Assur. Und ich bin immer noch gespannt, wie es da aussieht und was da passieren wird. Und mit diesem Symbol kann ich ehrlich gesagt auch nicht ganz viel anfangen. Sollen das Wellen darstellen? Ist Assur ein Ort am Meer oder so? Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Na, dann würde ich mal sagen, dass wir da sind, oder? Und ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Das ist mal schon fast beunruhigend, beängstigend. Ich höre auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele Stimmen. Hier liegt ein Toter. Okay. Da oben laufen Männer. Das klingt mir so ein bisschen, als ob hier eher Krieg am Mann ist und nicht irgendwie eine Vereinigung. Robert de Sable wollte die Leute doch vereinigen. Ich glaube, jetzt wollen die mich töten. Wow! Hey! Schießen die mich einfach glatt vom Pferd. Die Hunde. Ah. Ich habe nicht mal gesehen, dass er angegriffen hat. Ich habe es einfach mal gedrückt. So, und du erstmal runter die Klippe. Die sieht nämlich ziemlich tief aus. Von daher viel Spaß da unten, Leute. Tschüssi. Ich habe andere Sorgen. Zack. Und aufs Pferd. Und weiter geht's. Boah, nicht herunterfallen. Nein, nein, nein. Wir machen nicht denselben Fehler. Ah, und da komme ich nicht mehr ohne Pferd. Nicht mehr mit dem Pferd lang. Komm schon. Genau, so muss das Alter hier. Ja, genau, Alter, ihr Waffe ziehen, das wäre gar nicht so dumm.
Zack, ja, und du auch gleich hinterher, bitte. Und tschüssi. Und das reicht euch ja irgendwie schon zum Sterben, warum auch immer. Macht keinen wirklich großen Sinn. Oder? Oder tippt es euch gar nicht? Kann das sein, dass ihr gleich wieder hochkommt? So, runter da. Oder waren das nur ein paar mehr? Nee, da leben auf jeden Fall noch welche. Aber der Sturz macht euch fertig. So viel steht fest. So, und das ist echt mittlerweile ein bisschen wie Tontauben schlagen. Wenn das überhaupt ein Wort ist. Aber irgendwo ist auch noch ein Scharfschütze, sag ich schon. Nein! Ungut. Okay, also ein Bogenschütze war da unten, aber jetzt bin ich ja bei ihm. Und jetzt ist mein Schwert in ihm. Und jetzt greift... Ach, komm. Ich habe keinen Bock, immer zu warten, bis sie mich irgendwann mal angreift. Na, wo sind die anderen, die beiden, hä? Zeig dich. Zack, und das war's. Ah, da ist immer noch einer, ne? Hey, Kumpelchen. Und Schlafbomb. Fertig. Dann geht's mal weiter und dann müssen wir irgendwie gucken, was wir jetzt machen. So oder so, die wissen, dass ich hier bin und... Ach du Scheiße! Ich habe gar keine Wahl, als jetzt gegen die zu kämpfen, oder? Ich muss das machen. Au! Aber ich habe gerade irgendwo eine Bogensehne gehört. Ich habe das Tab, die befürchten, dass da hinten auch irgendwo auch Bogenschützen sind. Aber die Typen halten halt zum Glück nicht allzu viel aus. Das wird relativ leicht, sag ich mal. Aber doch, die sehen sie doch nicht mit den ganzen Leuten hier nur, um gegen mich zu kämpfen. Die waren doch vorher schon am Kämpfen. Das heißt so oder so, dass, glaube ich, die Templer und... Also, dass Richard Löwen, also die Kreuzhügler und Sakhaldin auf jeden Fall am Kämpfen sind, oder? Wer sonst? Bestimmt nicht die Templer gegen alle. Niemals. Dafür sind es viel zu wenige. Ach, komm schon, jetzt ist gut, ey. Ich habe jetzt ewig Zeit. Genau, lieber Arm ab als Arm dran. Und weg mit dir. Und au. Und weg. Zack, zack und zack. Okay, wo muss ich lang? Ich glaube da. Ja, ich bin in der richtigen Richtung. Sieht zumindest nach dem Kompass so aus. Und da vorne geht's schon weiter? Was ist hier eigentlich los? Gab's irgendwo kostenlos Kebab oder so? Nein, 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 nicht runterfallen. Knapp. Knapp, Alter, ihr. Schickt den mal lieber runter. Genau. Und den da hinterher. Und du auch, komm. Tschüss. Das klappt so wunderbar. Und ja, wirklich, ich glaube, das hier ist gerade Kampfkreuzzügler gegen die ganzen... Ja, von Sakhaldin. Und ich schlachte mich am Rande nochmal eben durch mehrere Dutzende von denen durch. Okay, und weiter geht's. Ich meine, ich kann mich da ja schlecht durchschleichen, ne? Was soll ich machen? So, zack. Ah, oh, schön einen in die Rippen an seiner Seite. Der fliegt erstmal ein paar Meter, er knallt auch weg und... Meine Fresse. Ganz schön hartnäckig. Ins Bein und in den Bauch. So, dann gibt's noch was für dich. So ein bisschen was. So, möchten Sie mit oder ohne Käse? Mit Restzwiebeln, normale Zwiebeln. Mayo oder Ketchup? Anscheinend ist hier Ketchup sehr beliebt, das stellen wir ja schon mal fest. Ach Mensch, Tontauben schlitzen. So, und jetzt ihn hier, solange er noch liegt. Und so, und Gott, das viele. Es ist nicht schwer gegen euch zu kämpfen, das ist einfach nur... Ihr seid einfach viele, ne? Und das muss ich auch schon irgendwo respektieren, eure ganzen großen Anzahlen hier. So, jetzt hat jeder schon mal einen Schlag abbekommen. Ihr haltet alle nicht mehr viel aus. Zack, siehst du, Schaschlik am Spieß. Und so, du bist der Letzte und rennst nicht mal weg, von daher weißt du nicht, mit wem du es zu tun hattest. Und dem Kompass nach zu urteilen, nähern wir uns unserem Ziel. Oh oh, ganz viele. Okay, das sind jetzt ziemlich viele Kreuzzügler und die machen Stress. Ich habe fast noch ein bisschen mehr Angst vor denen als von Sakhaldins Männern. Obwohl, sind genauso sterblich. Hey, das geht sogar ganz gut. Erstaunlich gut, um ehrlich zu sein. Naja, dank meinem tollen Schwert, ne? Das hat schon auf jeden Fall Wunder bewirkt. Oder mache ich was falsch und hätte eigentlich mich hier durchschleichen können? Ich glaube nicht, oder?
Ich meine, der ganze Level ist so linear, ich kann mich da nicht vorbeischleichen. Ich muss gegen die alle kämpfen. Nur, dann dürfte allen klar sein, dass diese einzelne Assassine hier ein bisschen mehr drauf hat, als sie dachten. Ich meine, ich kann mich hier mit Hunden, mit Dutzenden von den allen anlegen und trotzdem töte ich sie alle. Na komm schon. Wollte schon sagen, du hältst auch nicht ewig aus. Oh, ich habe ihn gerade gekontert, aber das war jetzt gerade ein Fehler in der Kamera. Weil er mir erstmal dachte, er muss mir einen Steinzabett zeigen. Was nicht. Oh nein. Dieses Erbärmlich kam mir gerade schon wieder. Ihr erinnert euch, oder? Erbärmlich. Erbärmlich. Hey, ganz ruhig, junger Mann. Ganz ruhig. Was bist du, die Rache Gottes? Beschissene Kreuzzügler. Beschissene Kreuzzüger, echt. Im Namen Gottes die Anbeter eines anderen Gottes töten. Erbärmlich. Zack, und weg mit dir. Und du ergibst dich? Kein Bock drauf. Erst stressen sie mich alle und dann wollen sie sich immer ergeben. Jetzt warte ich am besten aber erstmal einen Moment lang, bis meine Lebensenergie voll aufgeladen ist. Ich glaube, das ist gar keine so verkehrte Idee. Warten wir eben mal ein bisschen. Machen eine kleine Verschnaufspause. Ihr könnt währenddessen auf Pinkeln gehen, euch einen Bagel holen. Ein Bagel? Ein Beagle. Ein Beagle im Schlafrock. Nein, kleiner Scherz. Falls das meine Freundin hört, ich esse keine Beagle, das weißt du. Ansonsten, was könnt ihr noch machen? Weil ich geht so langsam die Zeit flöten, ne? Also für McDrive reicht es jetzt auch nicht mehr. Aber noch kurz eine Cola holen. Oder vielleicht auch das nicht mehr, ich weiß nicht so ganz genau. Und los geht's. Wie zum Teufel soll ich mich da reinschleichen? Das geht doch gar nicht. Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer. Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Robert de Sable. Mein Adjutant. Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, um euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Ich wusste, dass der große Kerl ist. Wer sonst? Mein Lenzherr. Der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Jawohl. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Zit blank, Assassin.
Okay. Was? Ich dachte, ein Zweikampf. Was ist das denn für ein Zweikampf, wo lauter andere mitmachen? Feige Drecksau. Ihr seid so peinlich, ey. Verdammter Robert. Feigling. Feigling. Er hätte allein gegen mich kämpfen können. Was macht er? Schickt seine ganzen Truppen auf mich rauf. Was für ein Held. Tja, müssen halt noch mehr von euch sterben. Seid ihr selbst schuld dran. Gegen einen Assassinen habt ihr einfach keine Chance. Merkt es mal. Nicht mal dieser Templer hat eine Chance gegen mich. Und die anderen hier erst recht nicht. Das kleine Fußvolk hier. Seht ihr? Das war sein Bein. Und das war sein Mittagessen. Oh, er hat Mais gegessen. Interessant, nicht wahr? Das hätten wir vermeiden können, diesen Anblick. Ach nein, ihr müsst ja irgendwelche armen Säule nochmal hier reinschicken, ne? Die überhaupt nichts dafür können. Die auch zu Hause eine Mama haben. Aber nein, Robert Desable scheißt sich an die Hose. Ich verteile nicht gerne seine Eingeweide auf dem Fußboden, aber ihr lasst mir keine Wahl. So, komm, greift an. Wow, jetzt greifen die schon gleichzeitig an. Jetzt wird kriminell, ehrlich. Ja, komm schon, ich muss ja wieder das Kontern wieder. Ey, hey, nicht so schnell, mein Freund. Hört mal auf, immer dann anzugreifen, wenn ich was anderes probiere gerade. Oh, ja, das ist auch nicht gut. Mich kontern ist auch doof. So, gibt's nochmal einen auf die Fresse? Oh, und einen in die Schulter. Tja, das war das Schulterblatt. Der gute Bizeps, weg ist er. Ja, komm, greift noch jemand an. Hallo? Ah, ah. Nein, ey, das geht ja gar nicht. Zack, und weg ist er. Komm, greif an. Jetzt mache ich ihn noch fertig, damit er nicht mehr aufstehen kann. So, noch wir beide, hä? Tempelchen. Und weg. Die Zeit der Spiele ist vorbei. Die Zeit der Spiele ist vorbei, sagst du? Na dann probier's. Der Kerl ist aber auch ein Riese, oder? Ich glaube, das wird nicht ganz so laufen. Ich glaube, der Kerl macht auch massig Schaden, befürchte ich. Zack. So ein bisschen Deckungsspiel, hä? Du magst es gern von hinten, oder? Haha. Ja, erwischt. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge. So wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein Zehnter? Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gebt mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Scheiße. Verfickter Al-Mualim. Lässt er mich am Leben? Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ja, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage.
Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ah, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht, die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Das Ziel wurde eliminiert. Zurück zum Arschloch. Zurück zu dem Kerl, der uns verraten hat. Werden wir jetzt rausgezogen? Oh nein. Nein, es wurde gerade so spannend. Ich sagte aufstehen, verdammt. Scheiße, Mann. Hallo. Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen ihnen hier. Und ich habe sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind noch 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind Sie noch ausgeflippt. Sind Sie hier doch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht, Ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen könnten. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Dieser miese Bastard. Hey, so wie sie sich hinstellt, will sie mir anscheinend nochmal Sex geben, bevor ich morgen sterbe. Das wäre natürlich cool. Jetzt warten wir erstmal, bis der Penner weg ist. Und dann quatschen wir mit ihr. Lucy, red mit mir, Mann. Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste. Glauben Sie? Nein, sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass sie noch leben. Aber ich glaube, sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch! Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen.
Sie sind. Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Vertrauen haben. Okay. Interessant. Sehr interessant. Und ich habe irgendwo gehört, dass ich mal an die Decke gucken soll, aber mit dem Adlerblick. Das Problem ist, ich drücke ja die Taste für den Adlerblick, aber es funktioniert ja nicht. Ich meine, ich kann den ja hier nicht einschalten, von daher kann ich da auch nicht gucken, ne? Oder übersehe ich da was? Ne, seht ihr? Es geht nicht. Ich kann die Taste noch so lange gedrückt halten, das ändert gar nichts. Ist hier, hat sich hier irgendwas geändert? Nein. Und duschen willst du, glaube ich, immer noch nicht. Naja, von daher denke ich mal, gehen wir einfach in die Kurie, oder? Hoch! Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wenn Sie es sagen. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Einige von uns, zumindest. Wenn der wüsste, wie ich ihn hasse. Und wie kann man so dreist sein und erwarten, dass ich mein Bestes gebe, während die mir sagen, ach ja, danach bist du tot, ne? Aber na gut, ich will jetzt auch ehrlich gesagt wissen, wie es jetzt hier weitergeht, wie das zu Ende geht, diese Story. Ich glaube, wir sind, die meisten von uns, sind ziemlich gespannt, wie das jetzt abgeht. Von daher, was jetzt wirklich in der letzten, von Anfang an erwünschten Erinnerung passiert, das erfahren wir verdammt nochmal gemeinsam beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed. Mein Name ist Alex, bis dann.